So, willkommen zurück zu Underground 2. Wir probieren jetzt noch einmal dieses Rennen hier. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann muss ich das erstmal hinten anstellen. Ich habe auch bei früheren Spieldurchgängen schon, also was das Spieldurchgängen wirklich durchgespielt, habe ich es noch nur einmal. Ja, auch beim früheren Spielen festgestellt. Es gibt einfach bestimmte Rennen, die schaffst du einfach nicht. Du kannst noch so oft neu versuchen, du hast einfach keine Chance. Und die musst du dann halt erstmal hinten anstellen und warten, bis du entweder dann halt ein besseres Auto oder mehr getuned hast. Ich habe fast das Gefühl, so eins ist das hier. Denn dass die jetzt ungefähr 2 Sekunden hinten sind, das heißt nichts. Beim ersten Versuch dieses Rennens war der wer weiß wie weit hinten und hat dann ganz... Was war das denn gerade? Ganz zum Schluss nochmal extrem aufgeholt. Bin ich gerade leicht abgehoben, glaube ich, und habe deshalb die Kurve nicht gekriegt. Bin dann schön frontal vor dieses Mäuerchen geballert. Also da sollte ich die Kurve wirklich nicht schneiden. Das war verdammt knapp. Ah, nein, Kontrolle verloren. Ich weiß zwar nicht wieso, weil das sonst auch nicht passiert ist, aber die werde ich auch jetzt, egal was ich versuche, nicht mehr kriegen. Die Strecke ist einfach zu kurvig, um gescheit mit Nitro zu arbeiten. Das scheint so ein Rennen zu sein, was ich wirklich nicht hinkriege. Muss ich das halt wirklich hinten anstellen. Und das Ganze halt später fahren dann. Haben wir denn sonst noch Rennen hier oben? Ja, da hinten. Fahren wir da mal hin. Schon wieder ein Auto vor so einer Mauer oder so. Nein, ich habe keine Lust auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen gerade. Oder wie sich das auch immer nennt hier. Ein Dreckrennen. Ah, über den Highway. Probieren wir es. Ich glaube, das war auf Shift und Steuerung. Mist, ein bisschen überdreht. Ja, zieh schön vor mir rüber, dann kann ich schön in deinem Windschatten bleiben. So ziehst du jetzt auf einmal nach rechts. Hä?
Oh, der hat den Unfall gebaut und ist trotzdem ins Ziel gekommen. Respekt. Naja, also genau sowas sollte man nicht machen. Habe ich ja zum Glück hier quasi so ein Frühwarnsystem vor mir. Lass mich gefälligst drüber. Haha. Der ist schon mal weg vom Fenster. Und so sollte das dann klappen. Den einen vor uns hätten wir zwar ohne den Crash nicht bekommen, aber Dach-Spoiler, okay. Aber das zählt ja nicht. Ist ja egal. Gewonnen ist gewonnen. Dach-Spoiler könnte ich jetzt hier draufsetzen. Aber da habe ich gerade keine Lust drauf. Erstmal gucken. Hier oben haben wir keine Rennen mehr, ne? Dann kann ich eigentlich jetzt hier runterfahren. Genau. Gut, hier vorne müsst ihr Ausfahrt sein? Nee, Beacon Hill will ich nicht. Hey Kumpel, cool, dass du unterwegs bist. In der Gegend von Beacon Hill ist was am Start. Keine Ahnung, wo genau, aber du findest es. Ich fahre da jetzt hin. Hoffentlich sehen wir uns da. Ende. Und ich habe auch schon ein URL-Rennen entdeckt. Da der schöne fettgelbe Kreis, der gerade verschwunden ist. Aber erstmal fahren wir das Sprintrennen hier. Ein etwas längeres ausnahmsweise mal. Ungefähr 5 Kilometer. Ja, zieht erstmal schon alle davon und verschwendet euer Nitro. Oh, die beiden haben sich gerade gegenseitig blockiert. Das finde ich so cool, man kann die Gegner drehen. Problem ist nur, wenn du dann gerade in einem blöden Winkel zu deinem Gegner fährst, kann dir das auch passieren. Aber ist eigentlich eher selten. Und dieser Trick mit dem Drehen kann schon mal ganz nützlich sein, wenn du dir mal ein bisschen Luft verschaffen willst. Am lustigsten ist es dann, wenn du es wirklich schaffst, den einen Gegner zu drehen, sodass der irgendwie in die anderen beiden reincrasht und du dann erstmal alle vom Hals hast. Abgesehen davon, dass das nämlich ziemlich nützlich ist, ist das einfach witzig. Sollte man natürlich in echt eher weniger machen, könnte zu unangenehmen Verletzungen führen. Naja, eigentlich sollte man solche illegalen Straßenrennen allgemein sein lassen.
Oh, wir haben ja schon 85% gleich. Jetzt. Und souverän gewonnen. So gefällt mir das. Was haben wir denn so? Viel haben wir nicht mehr. Wollen wir jetzt noch... Genau, jetzt fahren wir noch das URL-Rennen hier. Da habe ich jetzt gerade Lust drauf. Und da ist Geld und ein verstecktes Rennen. Na, ich denke, das können wir noch fahren. Oder ich weiß gar nicht, ob das ein verstecktes Rennen war gerade. Ist ja auch egal, es lag auf dem Weg. Street X bin ich eigentlich meistens recht gut. Verdammt, ich dachte, der würde zumindest so gut fahren, dass er nicht die Ecke erwischt. Dann wären wir nämlich super rumgekommen. Der eine hängt mir aber ziemlich dicht dran. Das gefällt mir nicht. Ja, das hat doch ganz gut geklappt. Dann fahren wir das URL-Rennen nächste Folge, aber wir fahren jetzt noch eben hin. Ach komm, dann navigieren wir eben so hin. Hier ist aber ein geheimes Rennen, da habe ich aber gerade keine Lust drauf. Geld, 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 Geld. Und nochmal Geld. Nee, sah nur so aus. Hehe. Gut, dann sehen wir uns hier wieder. Und zwar in der nächsten Folge. Bis dahin.